dir sind bloß dunkle Schatten des Palantirs. Doch wir können Saurons Macht gegen ihn verwenden. Die Türme könnten unsere Augen sein. Wir läutern sie und nehmen sie ein. Hier sehen wir alles, was verloren ging und alles, was verloren sein wird, wenn sich seine Verderbnis ausbreitet. Diese Stadt steht auf den Ruinen meines Reiches und doch ist noch einiges erhalten. Dies sind meine Gräber, geschützt vor Saurons Blicken. Dort wirst du sehen, warum wir meinen Ring retten müssen. Lieber auf! Was es auch ist, meine Klinge erwartet es schon! Sieh dort drüben! Pass auf!
Wenn in Mordor irgendein Ort vor Sauron sicher ist, sind es diese Hügelgräber. Zeichen dessen, dass selbst die Macht des dunklen Herrschers ihre Grenzen hat. Zeit marschierte meine Armee gen Mordor. Wir begruben unsere Gefallenen in Hügelgräbern wie diesen. Unsere stärksten Krieger ruhen in diesen Hallen, geschützt durch mächtige Magie. Und wir nutzten all unsere Künste, um die Kräfte der Elben in der Schlacht einsetzen zu können. Und du hattest den einen Ring? Ja. Und mit ihm schuf ich eine Armee. Ich führte den Sturm gegen Sauron an. War ich entschlossen, ihn für seine Täuschung zu bestrafen. Der neue Ring, unser Ring, trägt kein Zeichen seines Schattens. Er ist perfekt. Bleibt vorerst verloren. Doch den Palantir können wir schützen. Dann gehen wir zur großen Halle. Idril ist dort. Vielleicht kann sie uns helfen.
Als Sauron seinen Verrat enthüllte, erhob ich die Waffen gegen ihn. In meinem Zorn war ich entschlossen, ihn für seine Täuschung zu bestrafen.
Die große Halle beherbergt die größten Schätze von Minas Ithil. Es zählt nur der Palantir. Steve out.